So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns 3D. Beim letzten Part haben wir mit der Bonuswelt, also mit der 9. Welt begonnen. Und nun geht es hier in die Tempelvariante der 9. Welt Stachelrache. Oh, das klingt aber sehr gefährlich. Aber mal schauen, wie gefährlich es wirklich sein wird. Aber keine Ahnung. Es ist heute früher Morgen. Von daher eine ungewohnte Uhrzeit, wo ich aufnehme, aber sobald wir umgezogen sind, werde ich vermutlich eh immer früh am Morgen aufnehmen. Von daher kann ich mich jetzt schon mal darauf einstellen. Und es gibt auch nur 5 Puzzleteile in diesem Level. Das lässt darauf schließen, dass das Level eventuell ein bisschen schwieriger ist, aber dafür weniger Puzzleteile hat. Meistens sind die mit 5 Puzzleteilen immer ein bisschen schwieriger, habe ich zumindest so den Eindruck gehabt bisher. Aber kann mich auch täuschen. Vielleicht soll mich das auch einfach nur in die Irre führen. Man weiß es ja nicht, ne? Aber natürlich, in der Tempelwelt erwarte ich viele Kanonen und Co., denn die hat ja so mehr oder weniger die Kanonen sehr stark eingeführt und Schalterzeugs. Aber mal schauen, was uns hier erwartet, ne? Mal schauen, was uns hier alles erwarten wird. Sieht schon mal sehr verdächtig nach, Aua aus, wollte ich gerade sagen. Sehr verdächtig nach Schalterzeugs und sowas aus. Von daher einfach weitermachen. Da unten ist ein Fass, das sehe ich. Das sehe ich doch. Es sieht doch wohl ein Blinder, ne? Und ich bin nicht blind. Von daher sehe ich das auch umso besser. Wunderbar. Ach, gleich mal der erste Bonusraum. Auch so ein Puzzleteil, was man gut und gerne mal übersehen könnte. Aber nicht mit meinen Skills, ne? Nicht mit meinen Skills, wie man mich kennt. Ah ja. Natürlich, Flasti, natürlich. Red dir das nur ein. So, da unten das noch und dann haben wir es auch schon. Ja, wunderbar. Zweites Puzzleteil ist unseres. Und weiter geht es, würde ich sagen. Weiter geht es. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Wieso nicht? Denn, ich muss sagen, Bonuslevel gefallen mir echt bisher ganz gut. Allein schon, weil es halt übelst viele neue Elemente sind, bin ich der Meinung. Oh Gott. Oh Gott, was machen sie denn hier mit mir? Ach hey. Macht ihr denn hier mit mir? Und dass da ein Puzzleteil drin war, war irgendwo klar. Denn das hier ist eine gefährlich Zwickmühlensituation, wo man gut und gerne das ein oder andere Puzzleteil verstecken kann. Hier war keins, aber das hätte ich mir auch denken können. Stattdessen einfach weiter. Einfach munter weiter. Immer heiter weiter und ohne Beschwerden hier, bitte. Ohne eingeklemmte Glieder und Co. Ach, schade, hier ist gar nichts. Hätte jetzt gedacht, hier verstecken sie noch was, aber wäre vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Die Erwartung hier. Was hat denn der Schalter jetzt ausgelöst? Ich sehe nicht, was der Schalter ausgelöst hat. Hat der hier oben was ausgelöst? Nee, auch nicht, hell. Wie ist denn dieser Schalter aus? Den nimmt mal was aus. Achso, das da löst er aus, wa? Ja. Ja, hab's verstanden, ist okay. Ist in Ordnung. Habe ich jetzt so nicht kommen sehen, dass das da ausgelöst wird. Heilige Makrele. In meiner Seele. Puzzleteil. Ich dachte es mir fast. Aber naja, was soll's. Was soll's, ne? Oh, hier gibt es ja eh gleich einen Diddy. Gab es ja einen Diddy? Genau, ja doch, da gab es einen. Also immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, ganz entspannt bleiben. Nu. Hauptsache, das Puzzleteil wurde eingesammelt. War mir jetzt erstmal so wichtig. Und jetzt wissen wir auch gleich, was uns erwartet. Ohne dass wir hier Faxen machen. Also Faxen machen wir sowieso nicht, aber ohne dass wir uns hier lange aufhalten. Und uns in Gefahr begeben. Na okay. Hier ist erstmal nichts weiter. Rambi könnte es in dem Level rein theoretisch auch noch geben. Das war ja herzallerliebst von mir. Das war immer wieder herzallerliebst von mir gespielt. Nicht, aber naja, was soll's, ne? Was soll's? Nochmal hier rüber. Nochmal hier dran ziehen. Weiß, wie der Hase läuft. Oder besser gesagt, der Affe abgeht. Keine Ahnung. Weiß, wie es läuft. Das ist hier weg. Das Hühnchen da kann mir gestohlen bleiben. Der hier mir auch. Und einfach hoch hinaus. Und weiter geht's, ne? So, und jetzt einfach warten.
Wunderbar. Sehe ich mich denn an? Also, ja, okay. Aber ich hab gesagt, ich erwarte fast Schießerei in diesem Level. Von daher will ich mich gar nicht beschweren, ne? Ich mich gar nicht beschweren. Das passt zu dieser Welt schon ganz gut. Oder zu diesem Level. Ich ist ja eine Anspielung an die dritte Welt, die Tempelwelt sein soll. Von daher, da gab es ja auch so eine fiesen Stellen. Von daher, schon in Ordnung, wenn das hier weitergeführt wird. Ja, es war jetzt ein bisschen hängen geblieben, aber halb so wild, ne? Halb so wild. Noch haben wir massig Leben. 3 Stück müssten auch reichen. Ich meine, wenn wir ins hier falsch schießen, sind wir eh tot. Von daher, sonst drehe ich mich mal kurz. Und hab mich auch durchgeschossen. Wunderbar. Ah, verstecken. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, verstecken sich hier noch böse im Puzzleteil, aber hier an erster Stelle erstmal nicht. Da drüben, oder? Da drüben ist eins. Ja, hier ist es. Dachte ich es mir. Nein. Oh Gott. Ich dachte schon. Das wäre es mit mir gewesen. Aber halb so wild. Alles halb so wild. Ab ins Ziel mit uns. Ah, schade. Knapp, dass die Käfer fehlt. Ganz knapp. Aber halb so wild. Nu. Hauptsache das Level mit allen Puzzleteilen geschafft. Und dann bin ich jetzt gespannt auf das Loren-Level. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie sie das machen. Wie sie das handhaben. Habe Angst und freue mich zugleich drauf. Diese Maulwürfe. Ah, das klingt da schon mal nach einem vielversprechenden Level. Dass ich mir die Haare zu Berge stellen. Das Level war jetzt, ich finde die neunte Welt, das jetzt, sind jetzt keine an sich ganz schweren Level. Die haben zwar schwere Sachen in sich enthalten, aber es ist jetzt nicht, es sind jetzt keine K-Level schweren Level, sage ich mal. Von daher geht das schon alles noch. Geht schon alles noch. Ja, und natürlich ist es ein Loren-Level, was hätten wir auch anderes erwarten sollen in einer damals Lorenwelt. Oh, das war dumm. Ja, ist okay. Aber schön, wie Donkey Kong noch so einen leichten Hechtsprung nach vorne gemacht hat. Und einfach sich plump in den Tod fallen zu lassen, macht er noch einen leichten Hechtsprung nach vorne. Finde ich gut. Oh, fies. Ganz schön fies. Hä? Ach so. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es einfach mal auf dem Boden der Tatsachen weitergeht. Aber finde ich an sich nicht verkehrt. Wenn wir hier auch nochmal... Das sieht mir so verdächtig aus, aber ich glaube, hier ist nichts. Sonst wäre es doch mit einer Banane gekennzeichnet worden, oder? Da habe ich jetzt echt nie mit gerechnet, dass das die Schienen nochmal verlässt, das Level. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Aber hier ist ein bisschen undurchsichtiger zu sehen, wo es hier Puzzleteile geben könnte. Von daher schön die Augen offen halten. Und dann klappt das auch alles. Hoffe ich mal. Ah, es gibt nur Bananen. Ich dachte, das wäre ein Puzzleteil wert, aber ist es nicht. Schade eigentlich. Hier bricht auch alles zusammen. Alles bricht zusammen, Alter. Aber hier ist ein Bonuslevel, ne? Ein Bonusraum. Wunderbar. Auch den haben wir erkannt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt oder so. Auf jeden Fall. Ein weiteres Puzzleteil sollte uns das bescheren, wenn ich dann nicht zu blöd wäre, alles einzusammeln. Aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung soweit, ne? Klappt doch alles ganz gut soweit bisher. Soweit, so gut. Hier mal auspusten. Ja, ich drehe dich doch in die richtige Richtung, du blöder Affe. Manchmal muss man es einfach sagen, wie es ist, ne? Manchmal ist DK nicht die hellste Leuchte auf der Torte. Da oben gibt es garantiert was, von daher. Ah, scheiße. Haben wir hier irgendwo ein Checkpoint? Ich glaube, rüber schaffe ich es eh nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, na, ist egal. Ich habe nämlich da so eine Vermutung, wo es was geben könnte. Von daher würde ich diese gerne überprüfen, nicht wahr? Ja, hier können wir immer weiter rennen. Hier waren wir gerade in dem Bonusraum. Hier kommt es jetzt gleich, ne? Das, was ich gerne überprüfen würde. Aha, als ob ich es geahnt hätte, wa? Na gut, war auch irgendwie abzusehen, da was sein müsste.
Ich würde es auch nicht wundern, wenn wir gleich noch einen Raketenfassabschnitt haben. Aber es geht nochmal in den Lorenabschnitt. Okay. Ja, in einem weiteren Lorenabschnitt, besser gesagt. Das ist ja nicht derselbe. Oh Gott. Boah, fies, 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 fies. Diese Lorenfahrten. Boah, das zu zwei. Boah, ich hoffe, die sind nicht in den 200% enthalten, diese Level. Oh Gott. Wenn diese Level hier in den 200% enthalten sind. Also gerade dieses. Wenn ich mich so anstelle, dann verzweifle ich, glaube ich, daran. Ne? Aber hoffen wir es einfach erstmal nicht. Im besten Falle. Also rein theoretisch, man kann die, glaube ich, gut auswendig lernen so. Aber halt, ob man dann auch immer diese Sprünge schafft, ist die andere Sache. Boah, das wäre schon fast, ich hätte schon wieder fast ein Leben vergeudet. Einfach nur, weil ich zu doof bin zu warten oder weil ich zu doof bin, um richtig zu springen. Das ist eine fiese Sache. Das ohne Checkpoint, das ist schon böse. Aber das ist auch eine fiese Stelle für den Checkpoint. Der ist einfach so direkt an der Klippe. Was soll das? Was soll das? Warum ist das so? Warum ist das so gemein? Gemeingefährlich. So wie dieser zweite Sprung da. Der zweite kurz hinter den Klippensprung. Auch böse, oder? Ist schon böse. Ich denke, man würde mir da zustimmen. Ich hoffe auf eure Zustimmung. Aha, da war das vierte Puzzleteil. Das war nicht das letzte, okay. Ich dachte, wir wären schon bei 5. Aber irgendwie, da muss ich mich getäuscht haben. Da muss ich mich getäuscht haben, ganz gewaltig. Aber an sich, das hier kann man ganz gut abschätzen, so, oder? Wenn man nicht Flash-TV heißt, so. Und halt zu spät springt. Der einfach der R-Knopf nicht reagiert, je nachdem. Wie ich mich rausreden will. Der A-Knopf reagiert nicht. Natürlich ist es so. Natürlich, Flasti, natürlich. Na, manchmal reagiert er halt wirklich irgendwie ganz versetzt merkwürdig. Also, ich will euch ja nicht anlügen in der Hinsicht, ne? Ich meine, ein Checkpoint jetzt mal wieder. Okay. Gibt man mir nochmal einen Diddy vielleicht? Das wäre ganz herzallerliebst. Oder gibt man mir gleich noch den alles vernichtenden Raketenabschnitt? Das wäre mir jetzt auch. Wäre jetzt auch nichts Besonderes für Donkey Kong, ne? Wenn man mir gleich nochmal den alles vernichtenden Raketenabschluss gibt. Ja. Das war ja fast grandios. Fast grandios gemeistert. Aber hier gibt's. Sie sind sehr gnädig, was die Herzen und Co. angeht. Wo ist er nicht, ne? Wo ist er nicht? Das kann man ihnen nicht nachsagen. Und da war das letzte Puzzleteil, was gemein war. Aber in Ordnung. Gemein aber fair, ne? Das muss man ja sagen. Das muss man zu deren Verteidigung auch sagen. Geduld. Geduld ist eine Tugend, Flasti. Geduld ist eine Tugend, die ich nicht zu schätzen weiß, scheinbar. Aber stattdessen springe ich in den Abgrund. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Einfach mal den Abgrund, ne? Halt. Ja, warten. Einfach warten. Einfach warten, wenn es unsicher erscheint, okay? Okay. Machen wir jetzt so. Was sagte ich gerade? Einfach warten, wenn es unsicher erscheint und er wartete nicht. Na, ja, hier ist jetzt sicher, sicher, sicher. Safety first, safety first. Safety first, safety first, safety first. Okay, okay. Safety first, sagte er, und da waren die ganzen Fledermäuse im Weg. Ei, ei, ei. Aber das hat gut geklappt. Jo, ich mache weiterhin mit 2 Leveln pro Part. Ich denke, das ist eine ganz gute Bilanz dann. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schilsikowski, euer Flash TV. Bye bye!